Dann noch einmal herzlich willkommen zur Pressekonferenz. Es geht weiter mit dem sportlichen Teil, denn am Samstag begrüßt der erste FC Magdeburg den SV Darmstadt 98 zum Heimspiel. Um 13 Uhr ist Anstoß in der MDCC Arena. Aktuell sind rund 17.200 Tickets vergeben. Der FCM rechnet mit ca. 18.000 Fans am Spieltag. Ca. 500 Gästefans aus Darmstadt werden hier in der Landeshauptstadt zugegen sein. Und an meiner Seite darf ich natürlich unseren Cheftrainer Michael Oenning begrüßen. Philipp Türpitz ebenfalls bei uns dabei, Siegtorschütze aus Hamburg. Michael Oenning, wir schauen erstmal auf unsere Mannschaft. Sind jetzt mal wieder relativ wenig Tage Zeit, um zu regenerieren. Wie schaut es da aus? Wie geht es auch gerade unserem Keeper Georgi Luria? Guten Tag. Ja. 18.000 reicht nicht, 20.000 muss immer die Linie sein normalerweise. Da müssen wir anstreben, dass wir 20.000 im Stadion haben. Und das schaffen wir in der Regel ja auch. Das wäre natürlich gut. War jetzt nicht so ganz viel Zeit. Wir haben den einen oder anderen Spieler gehabt, der nach dem doch sehr, sehr intensiven Spiel so leichte Blessuren davongetragen hat. Da sind wir jetzt dabei, das aufzuarbeiten. Die gute Nachricht ist allerdings, dass Lori auf dem Weg der Besserung ist, dass sich die Adduktorenverletzung nicht als so schwerwiegend herausgestellt hat, dass er jetzt wahrscheinlich sogar heute wieder trainieren wird. In welchem Umfang wird man da sehen? Und es besteht die realistische Chance, dass er auch zum Wochenende wieder zur Verfügung stehen könnte. Allerdings hat Michael Niemeyer ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Knie. Da ist eine leichte Reizung, da ist auch nichts kaputt, aber trotz alledem hat er ein paar Probleme damit. Das war auch der Grund, dass er im Abschlusstraining in Hamburg dann auch signalisiert hat, ich bin nicht bei 100%. Das war eigentlich auch schade, weil er auch eine Überlegung war für das Spiel. Er sich aber da in den Dienst der Mannschaft gestellt hat und gesagt hat, Trainer, ich bin nicht sicher. Da hoffe ich aber auch, dass wir das hinbekommen. Des Weiteren sind wir so ansonsten voll besetzt. Und dementsprechend können wir da mal schauen, wie wir es gegen Darmstadt angehen wollen. Genau, das ist das Stichwort. Darmstadt, gute Mannschaft, gut unterwegs in der Saison. Was erwartet uns aus Ihrer Sicht am Samstag hier zu Hause? Darmstadt ist sicherlich eine Mannschaft, die von, wenn man den Namen hört, dann hat man eine klare Vorstellung. Das hat sich auch in den letzten Jahren einfach immer wieder gezeigt, dass eine Mannschaft, die unglaublich kompakt ist, die sicherlich immer als zweikampfstark gilt, eine Mannschaft, die sich immer wehrt und die man wirklich dann auch immer wieder bearbeiten muss, damit man nicht sich den Schneid abkaufen lässt. Ich glaube allerdings, dass sie sicherlich am Böllenfalltor noch mal mehr Wucht entwickeln können. Wir müssen jetzt sehen, wenn sie zu uns kommen hier, wie sie es machen, wie sie es angehen werden, ob sie mitspielen oder ob sie sagen, wir versuchen unsere Tugenden, defensiv gut und stabil zu stehen, erstmal in den Vordergrund zu stellen. Wir werden hier zu Hause natürlich gerade mit dem Sieg im Rücken versuchen, jetzt da weiterzumachen. Und das müssen wir auch, weil wir sehen ja gestern das Spiel auch wieder. Jeder kann jeden fast schlagen oder in Bedrulle oder in Bedrängnis bringen. Und dementsprechend gilt es für uns, auf uns zu gucken. Das machen wir ja jetzt seit Wochen. Und dieses Spiel Darmstadt ist komplett anders als das Spiel Hamburg. Und ich finde es auch gut, dass meine Spieler das relativ schnell und klar auch schon so in den ein oder anderen Aussagen angedeutet haben. Wir wissen schon, dass die Erwartungshaltung sicherlich immer die gleiche bleibt, gerade hier. Und wir brennen ja auch darauf, zu Hause endlich mal wieder zu gewinnen. Es wird aber ein kompliziertes Spiel, weil dieses Spiel eben wahrscheinlich nicht so viel Spektakuläres zu bieten hat, sondern wegen sich mehr Arbeit, Konzentration und eben dann auch Wille. Und da ist mir aber nicht bange, weil gerade beim letzten Punkt Wille sind wir, glaube ich, sehr gut aufgestellt im Moment. Wir wollen etwas bewegen und die Mannschaft will sich beweisen. Und dann hoffe ich auch, dass uns das gegen Darmstadt gelingt. Danke, Trainer. Philipp, der Trainer hat es gesagt, Wille ist vorhanden. Am Montagabend hast du das wichtige Tor in der späten Spielzeit geschossen. Jetzt mit Blick auf Samstag, was erwartet uns aus deiner Sicht hier zu Hause mit diesem Gegner? Ja, auch hallo von meiner Seite erstmal. Wie der Trainer schon gesagt hat, wird ein anderes Spiel wie gegen Hamburg. Aber wir freuen uns drauf. Wird mit Sicherheit ein sehr kampfbetontes Spiel, wie man es gewohnt ist eigentlich gegen Darmstadt. Und aber wir wissen ja, dass wir das sehr gut drauf haben und hoffen, dass wir das dann auch am Samstag in unserem Stadion umsetzen können und dass wir dann auch die 3 Punkte hier behalten können. Danke, Philipp. Dann eröffnen wir gleich die Fragerunde. Gibt es Fragen Ihrerseits, liebe Pressevertreter? Michael Nowak, bitte. Eine Frage an Philipp. Philipp, auf dem letzten Spiel über Motivation brauchen wir nicht reden, allein der Name HSV hat da wohl schon eine
Eindruck von Darmstadt. Aus deiner Sicht, du hast schon zwei Spiele diese Saison gemacht gegen die Jungs. Die Ergebnisse waren nicht so toll. Jetzt die Motivationsfrage. Kratzt das noch am Ego? Setzt das noch mehr frei? Will man da noch mehr als, wenn man diese Erfahrung nicht immer steckt? Ich habe erst ein Spiel gegen Darmstadt gespielt. DFB-Pokal war ich nicht dabei. Meine Mannschaft, genau. Ja, natürlich wollen wir das Spiel so angehen wie gegen HSV. Ich glaube, Motivation gegen Hamburg, da muss man niemanden motivieren, aber das sollte gegen Darmstadt genau das Gleiche sein. Wenn wir da den nächsten Dreier einfahren, sieht es wieder ganz gut für uns aus und das wollen wir unbedingt machen. Manuel, hör ich mal bitte. Eine Frage an den Trainer. Wenn wir gerade anfangs bei Blessuren waren, nach dem Tor haben auch Sie, glaube ich, eine kleine Blessur erlitten, als Sie zu Boden gerissen wurden. Haben Sie mittlerweile eruieren können, wer Sie da attackiert hat? Ja, das war ein Schock. Nein, das war eine Blessur habe ich nicht davon getragen. Zwei nasse Knie und ein Schrecken. Ne? Also ich bin wirklich im wahrsten Sinne des Wortes aus dem Weg geräumt worden. Ja, ich weiß, wer es war. Ist ja auch interessant. Ne? Wir hatten so viele Fans dabei und auch relativ viele hinter der Tribüne, die natürlich dann auch, ich weiß nicht, ob sie alle 90 Minuten gefilmt haben, aber die hatten dann komplett die Szene drauf. Und als wir, obwohl das ja auch Wahnsinn ist, wir sind ja alle auf den Platz gestürmt, ne? Wie so Amateure. Ich auch. Dann fiel mir ein, vielleicht gar nicht so gut. Und dann hat es schon Rums gemacht. Und dann lag ich da. Und das Verrückte war eigentlich, ich bin nicht wieder hochgekommen im ersten Moment und so dachte, weil ich dachte, jetzt kommen sie alle oben drüber her. Und nee, das war völlig in Ordnung. Das ist Ausleben der Emotionen. Ne? Und ich glaube auch nicht, dass dem Übeltäter das bewusst war, dass ich das bin, der vor ihm ist. Ich war ihm nur im Weg. Ja. Das Problem ist nur, dass ich jetzt weiß, wer es war. Aber Sie halten die Identität weiterhin geheim, oder? Ja, ihr wüsst es doch auch, oder nicht? Nein? Bei Sky sieht man es leider nicht. Ich habe alles. Könnte man ein Ratespiel draus machen? Nö, gar nicht. Ich hatte übrigens den falschen Verdacht. Aber das Schöne ist, der hat sich geoutet. Der hat mir dann das Video zugeschickt und hat gesagt, tut mir leid, Trainer. Nee, sorry, Coach, hat er geschrieben. Dann könnte er schon ungefähr ahnen, wer es sein könnte. Nein, das war Jan Kirchhoff. Das sieht man mal, ne? Man würde man nicht drauf kommen. So ein anständiger Junge. Nein, das ist alles okay. Ja, das ist jetzt genau der Punkt, ne? Ja, wir haben erzittert. Wenn wir bei Kirchhoff sind, weiter zum Torhüter. Erwägen Sie eine Veränderung auf der Position, wenn es möglich ist, gesundheitlich? Oder sagen Sie, der hat seine Sache so gut gemacht, jetzt ändere ich nicht nochmal? Ja, das ist Schritt für Schritt. Erstmal bin ich froh, dass sich die Verletzung eben nicht als so schwerwiegend herausgestellt hat. Und jetzt warten wir erstmal ab. Ich weiß ja gar nicht, ob er in der Lage ist zu spielen. Und wenn er in der Lage sein sollte, dann denke ich, ist es auch völlig normal, dass ich mir Gedanken darüber mache, dass er spielt. Ja, er hat vorher auch gespielt. Also das ist schon richtig. Da sind wir in einem normalen Leistungsprozess. Aber auch da, ne, ich bin ein großer Freund vom Konkurrenzgefüge und jeder spielt für sich und jeder zeigt, was er hat. Und dann warten wir mal die Woche ab. Herr Mali, bitte. Herr Oenning, vielleicht daran anknüpfend und etwas allgemeiner gefragt. Sie sagten eben, Sie sind Freund von Konkurrenzgefüge und weiter und so fort. Andererseits ändern Sie nicht zu oft und zu häufig das Mannschaftsgefüge und die Startelf. Fällt auf zumindest. Frage, welche Rolle spielt jetzt angesichts, dass die Meisterschaft in die Endrunde, in die letzten 8 Spieltage hineinkommt, eventuell die Überlegung, wie das Vertragsgefüge generell bei einigen Spielern aussieht. Es ist ja kein Geheimnis, auch wenn wir Details vielleicht nicht kennen, dass es eine gewisse Anzahl von Spielen bedarf, um einen neuen Vertrag zu bekommen oder auch nicht, wie auch immer. Spielt das eine Rolle? Nimmt da möglicherweise die Geschäftsführung Einfluss oder wie spielt sich das beim 1. FC Magdeburg aktuell ab? Also dann höre ich sofort auf. Um Himmels Willen. Nein, also gehen Sie mal davon aus, dass wir sehr gut und sehr vertrauensvoll miteinander arbeiten und da nimmt keiner Einfluss, sondern wir machen schon alles zusammen und überlegen uns unsere Dinge. Also ich fange mal vorne an. Ja, das stimmt, wir machen nicht viele Wechsel. Und wissen Sie warum? Weil die Mannschaft gut spielt und auch erfolgreich spielt. Also ich bin ja froh, dass ich nicht so viel verändern muss. Es hilft aber auch einer Mannschaft, eine gewisse Stabilität zu haben und natürlich auch auf Automatismen zurückgreifen zu können.
Aber direkt anschließend daran, wir sind natürlich auch von der Flut von Sperren bedroht. Wir haben, glaube ich, 5 oder 6 Spieler, die 4 gelbe Karten haben. Er hat sogar 9. Wir werden automatisch in die Situation kommen, dass wir was verändern müssen. Und da bin ich heilfroh, und jetzt komme ich wieder zum Konkurrenzgefüge, wenn ich eben Spieler habe, von denen ich weiß, ich kann sie ohne Bedenken reinwerfen. Und jeder hat eine andere Qualität auch. Also manchmal ist es ja so, wenn ich einen Igiowski bringe, weiß ich, was ich bekomme. Ich bekomme noch mal was ganz anderes, als wenn ich jetzt, einen Nico Hamann bringe. Aber das sind eben genau so. In jener Situation habe ich diese Möglichkeiten. Und da bin ich sehr froh darüber, dass man das machen kann. Was wir nicht machen, also wir werden auf keinen Fall irgendwie Rücksicht nehmen und Rechenspiele fahren, ob wir jetzt zweite, dritte, der hat da noch einen Vertrag, spielt er das Spiel nicht, dann bleibt der Vertrag unbedeutend. Also da mache ich mich völlig frei davon. Ich will es auch gar nicht wissen, in welcher Konstellation oder welche Gedankenkonstrukte man sich da verstricken könnte. Das ist nicht mein Ansatz, überhaupt nicht. Und die Spieler sind übrigens genauso. Es gibt eine ganze Menge Spieler, die sagen, und die von sich aus sagen, lass uns doch erstmal unseren Job machen. Und ich bin mir sicher, wenn es uns gelingt, und wir gehen ja davon aus, dass es uns gelingt, dann gibt's eher, dann wollen eher mehr kommen und bleiben, als wir verkraften können. Also von daher sind wir da schon ganz gut. Ganz auf einem ganz guten Weg. Und die allerletzte nochmal als Anmerkung, also ich bin jetzt in einem Alter, wo ich sage, wenn das wäre, dass man versucht, Einfluss zu nehmen, also dann können wir einen Laden zumachen. Weitere Fragen? Michael Nowak. Herr Enning, die taktische Ausrichtung in Hamburg, die hat ja super funktioniert. Kann man gegen Darmstadt, ich sag mal, wie so eine Schablone, das Gleiche jetzt aufziehen, weil es funktioniert hat? Oder sind Sie doch dann mehr der Typ, der mehr auf den Gegner eingeht? Nee, das können wir nicht so machen, wir müssen dies und jenes. Oder bleibt die Schablone ungefähr so gleich? Ja, ist ja schon interessant. Also, dass wir, ich glaube, dass sich mittlerweile auch viele mit uns beschäftigen, weil wir eben doch immer wieder unterschiedlich ansetzen. Also, das ist auch interessant zu sehen, dass einige gedacht haben, wir hätten mit Raute gespielt in Hamburg und so. Das ist dann auch gut für uns. Ne? Ja, da sehen Sie mal. Und das ist ja auch gut. Ich meine, dass wir da, und auch wir haben natürlich Überlegungen. Natürlich setzen wir auch beim Gegner an und überlegen uns, wie wir es machen wollen. Fakt wird natürlich sein, steht diese Mannschaft sehr tief, werden wir natürlich die volle Breite ausnutzen, die Tiefe, und das muss uns dann gelingen. Da gibt es immer Überlegungen. Und in Hamburg war die Überlegung, halt möglichst viel Tempo auf dem Platz zu haben. Konnten wir dann, wie gesagt, ich hatte auch mit Michael Niemeyer war noch eine Alternative, weil er sehr, sehr schneller Spieler ist, zumindest ihn noch in der Hinterhand zu haben. Man hat es ja auch gesehen in der Szene mit Felix Lohkämper. Genau das war das, was wir wirklich vorbereitet haben. Und die Pässe von Rico Preissinger in die Tiefe, die sind natürlich auch schwer zu verteidigen. Das ist natürlich auch großartig, dass das funktioniert. Ob uns das denn jetzt hier in Darmstadt auch gelingt, nur wie wir hier spielen zu Hause. Ich meine, das haben wir jetzt ja schon über Wochen nachgewiesen, dass wir versuchen, wirklich den Gegner anzupacken, höchstmöglich unter Druck setzen. Und das werden wir machen. Und aus welcher Grundformation, weiß ich noch nicht. Doch, weiß ich schon, aber... Gut, wenn es keine weiteren Fragen gibt, dann erstmal vielen Dank und wir sehen uns am Samstag 13 Uhr gegen Darmstadt. Danke.